Willkommen zu einer neuen Folge Two-Man Game. Ja, Mann. Wir hatten dieses Mal die Ehre, Richard Freudenberg bei uns im Podcast willkommen zu heißen. Ich denke mal, einige Leute aus dem 8 oder vielleicht so in seinem Jahrgang wissen, dass er einer der größten Talente im 98er Jahrgang europaweit war. Und genau, es hat dann einen interessanten Weg genommen über College, ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, tatsächlich hier nach Frankfurt. Skyliners. Genau. Und musste tatsächlich jetzt leider mit schon 24 Jahren seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Und ja, also für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, war auf jeden Fall... War ein krasses Interview, sagen wir auch am Ende nochmal dann von dem Interview. Über die Zeit, wie lange, das hat sich ewig hingehauen, werdet ihr gleich alles hören. Dieser Prozess quasi, genau. Bis er quasi die Realization hatte, ey fuck, Digga, es geht nicht mehr weiter. Und das ist mega interessante Geschichte. War auch geil, dass er sich so geöffnet hat zu uns. Ich glaube, es fast sogar mit einer der ersten Podcasts, ja, ne, die er gemacht hat und sich da so über dem Thema so offen gemacht hat. Ja, sehr. Und interessant auch nochmal da so adaptieren mit dem von Matthew auch so ein bisschen, ja. Ja, deswegen checkt das Video auf jeden Fall ab. Glaube ich, ist für alle interessant. Und liken, kommentieren, subscriben. Ihr wisst, wie es geht. Come on, man. One on one right now. What you say? Clock is running out. Meets rises. If it goes, you win! Vom Baller für Baller. Herzlich willkommen zur neuen Two-Man-Game-Episode. Heute mit Richard Freudenberg. Erstmal danke schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Danke, dass ich hier sein darf. Kein Problem. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zum Basketball gekommen und so ein bisschen kurzen, schnellen Rundown, wo du quasi überall gespielt hast. Und dann gehen wir natürlich ein bisschen mehr drauf ein. Klar. Also ich bin gebürtiger Heidelberger tatsächlich. Und meine Mutter hat früher beim USC Heidelberg zweite Bundesliga gespielt auch, bis sie dann schwanger wurde mit mir und ich bin schuld quasi, ja, aber genau, dann sind wir nach München gezogen und ich habe früher erst Fußball gespielt, war Torwart und fand es irgendwie ein bisschen langweilig und mein Team hat damals irgendwie so jedes Spiel 6, 7, 8-0 gewonnen, so, aber nicht, weil ich halt der beste Torwart war, sondern weil ich halt einfach nie den Ball gesehen habe und dann habe ich meine Mom irgendwann mal mitgenommen zum TS Jahn München damals und da hat so ein Probetraining gemacht und tatsächlich ganz witzige Story, bin ich erst rausgeflogen mit 8 Jahren, da meinte der Trainer damals, ich soll doch mal gucken, ob ich irgendwie eine andere Sportart finde und er weiß nicht genau, ob das so meine Sportart ist, aber irgendwie hat mich das angefixt und ich habe es ein Jahr später nochmal versucht und habe es dann quasi in die Mannschaft geschafft damals, U10 und bin mit 12 Jahren, glaube ich, dann zum FC Bayern Basketball gewechselt und zwar so ein bisschen, also mein erstes Highlight, als der Trainer von denen zu mir kam und mich gefragt hat, so, ey, willst du zu Bayern? Und jeder Münchner, also, ja, klar. Also für mich war das damals so ein kleiner Traum. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, so mit Oberbayern-Auswahl, Bayern-Auswahl, mit 15 irgendwie dann oder 14 damals das erste Mal bei den Profis trainiert. Und bei Bayern-Profis? Ja, genau. Alter, krass. Und damals noch mit Chevon Troutman und Foster und Steffen Hamann, Basti Doret war damals noch bei. Krass, Steffen Hamann. Anton Gavell und so. So habe ich meine ersten Trainingsminuten quasi da gesammelt und habe dann mit 15 in der Ukraine damals die erste U16-Europameisterschaft gespielt und dann so eigentlich die klassische Jugendlaufbahn durchgemacht und hat dann damals für mich entschlossen mit 17 nach dem Abi, dass ich unbedingt ans College will, so ein bisschen den Amerika-Traum leben und das irgendwie mal angucken und bin dann an die St. John's University nach New York, habe da unter Chris Mullen und Mitch Richmond gespielt für ein Jahr und hatte dann aber die Chance eben zu den Skyliners zu wechseln und habe mir irgendwie gedacht so, okay, es lief jetzt nicht so ganz gut am College und ich habe jetzt irgendwie die Chance so, das mein Leben mit Basketball zu verdienen und wollte das dann auf jeden Fall machen. Habe dann unterschrieben im April 2017, also schon auch ein bisschen her und habe mein letztes Spiel, ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber es war auf jeden Fall noch in der Corona-Bubble in München gegen Ulm. Und habe seitdem quasi meine Ferse ist ein bisschen auf Deutsch im Arsch. habe so eine kleine Entzündung gehabt, die sich dann ausgeweitet auf den Fersenknochen hat. Und
wurde operiert, Spritzen, Osteoporose, Medikamente und so, also wirklich viel versucht und es hat leider Gottes nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich so bisher gemacht habe und bin jetzt wieder normaler Student in Frankfurt. Krass, Digga, also long way to go. Ja, ich glaube, wo wir vielleicht ansetzen wollen, so was ich krass finde, weil du hast ja, wie du es eigentlich gerade im Schnelldurchlauf erklärt hast, diese ganzen Stationen mitgenommen so bei Bayern, aber auch im Jugendbereich, diese ganzen Turniere, du warst ja auch bei dem, glaube ich, ersten AST-Win von Deutschland dabei, du hast, glaube ich, U19-WM auch gespielt, was, glaube ich, auch 20 Jahre davor kein deutsches Team geschafft hat. Allgemein 98er-Jahrgang ja irgendwie schon krasse Leute so und ich meine, ich kenne dich ein bisschen länger, aber so du warst ja immer so, jetzt nicht einer von den 98ern, so der so im Kader war, sondern schon immer so mit, keine Ahnung, Isaiah Hartenstein, Kostja Moschidi, die Leute, die man kannte. So. Wie fandest du, war das so, das Ganze so, diese Zeit so mitzunehmen und dann zu sagen, okay, damals war das ja noch so, dass du, glaube ich, Bayern war ja noch in der Regionalliga, oder? Genau, ja, erste Liga. Und dann den Sprung an College so, wie war das für dich so, das hinzubekommen, sage ich jetzt mal, von Regionalliga und natürlich bei den Profis mittrainiert und auch da schon ein bisschen gespielt, wirklich dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt ans College? Also grundsätzlich war es schon irgendwie mein ganzes Basketballleben so der Traum, mal ins College zu gehen. Dazu kam, dass meine Familie relativ akademisch ist. Mein Vater war damals an Harvard sogar und ist daher eine ziemliche Maschine und inzwischen mein Vorbild, damals noch nicht, aber von daher war das so immer mein Dream, so mal ins College zu gehen und in Amerika zu spielen. Und habe aber in München, also es war wirklich eine harte Entscheidung, weil ich die Zeit in München sehr, sehr genossen habe und es war wirklich wie so eine eingespielte Familie. Wir hatten, also unser Münchner Team war unfassbar. Wir hatten Kareem Jalloh, Dejan Kovacevic, Marvin Ogunsipe, Ivan, der aus Bosnien damals kam, Georg Beischlag damals noch. Also wir hatten wirklich ein ziemlich krasses Team und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch so der ganze Verein damals war ja ziemlich im Wandel. Ja, das war gerade dieses Ab. Genau, ja, sind aufgestiegen, ja 2013, glaube ich, und dann direkt deutscher Meister geworden und Svetislav Pesic geholt, was ja eine ziemliche Sensation. Hast du dann auch unter dem? Genau, ja. Krass. Habe ich ein, zwei Storys, die ich wahrscheinlich jetzt hier nicht erzählen sollte. Aber, gerne, erzähl mal, also ohne Spaß. Das ist wirklich interessant. Ist ja noch relativ alte, also so Jugo-Schule quasi. Ja, ja, also zuerst muss man sagen, dass er wirklich ein wahnsinnig guter Trainer ist. Und bei allen kranken Storys, die man hört, so spürt man, also als Spieler selber, hat man natürlich wahnsinnig Respekt vor ihm, aber gleichzeitig spürt man auch wirklich den Support und der gibt einem wirklich Selbstvertrauen auch und so. Also man sieht da immer so, auch bei Obradovic und so, man sieht ja immer, wie die an den Seitenlinien ausflippen und irgendwie Boards zerbrechen und was auch immer. Aber man hat da wirklich, wirklich Support auch von hinten, von denen. Und solange man einen guten Schuss verwirft, wirft man weiter. Safe. Problem ist, wenn es ein schlechter Schuss ist. Aber, also wie alt war ich? 15 oder so und ab damals in den Herbstferien, wir hatten eine Woche schulfrei und ich habe zweimal am Tag zweite Mannschaft und zweimal am Tag erste Mannschaft trainiert. Also ich war irgendwie 8 oder 9 Stunden am Tag in der Halle. Krank. Und dann weiß ich noch, am vierten Tag oder so, letzte Trainingseinheit, saß ich so auf der Bank und vorm letzten Training mit den Profis und dann kam Svetislav Pesic damals zu mir und Basti Schmidt damals noch, die habe ich vorhin übrigens vergessen, auch noch in unserem Team gewesen und meinte so, seid ihr müde? Und wir halt so, oh ja, so Beine ein bisschen, aber geht schon. hat er sich einfach umgedreht und ist gegangen und so eine Stunde im Training, wirklich mitten im Training, pfeift er ab. Und also so mit Spielern wirklich Duško Savanovic, Gavel, Doret, Seifert war damals, also wirklich auch hochkarätige Spieler. Klar. Malcolm Delaney habe ich vergessen. Malcolm Delaney war da, pfeift ab und schreit uns eine halbe Stunde an. Wie könnt ihr müde sein? Ihr seid junge Spieler.
Ihr habt frisches Blut. Also kriegt, euch, genau an euch auch gerichtet. Kriegt hier die Chance, hier mit dabei zu sein und dann seid ihr müde. So, also wirklich. Nach 37 am Tag. Aber wie gesagt, grundsätzlich hat er uns wahnsinnig gepusht. Und genau, dann die Entscheidung, ins College zu gehen, war wirklich schwer. Aber ich wollte unbedingt nach Amerika und gleichzeitig das mit dem akademischen Punkt so zu verbinden, war ein wahnsinniges Plus damals für mich. Und dann ja mit Chris Mullen und Mitch Richmond, gut, was will man da sagen? So, also wenn ja, die, dann auf New York so. New York und so, die fliegen nach München, um dich zu recruiten. Du sitzt halt da und da sitzen halt irgendwie so zwei der besten Spieler jemals vor dir und fragen dich, ob du für die spielen willst. Das war schon beeindruckend. Im Nachhinein muss man sagen, war es wahrscheinlich das falsche College für mich. Und habe mit ein paar Sachen zu kämpfen gehabt, basketballerisch dort. Es ist halt auch ein toughes College. Also das ist schon ja ein sehr toughes College, was so Grind und so. Da sind ja alle schon auf so einem Head-Down-Mentality. Zum einen das, aber zum anderen ist es ein ziemlich, also wirklich amerikanisch geprägtes College, was Basketball angeht. Und wir waren damals, wollte Chris Mullen das Team so ein bisschen verändern und so ein bisschen New York widerspiegeln, hat er immer gesagt, und international machen. Wir hatten dann Federico Mussini, Federico Mussini, Jakuba Sima, ein Spanier, Amali Begovic aus Bosnien, Kasum Yakur aus irgendwo aus Afrika, weiß ich nicht genau, aber da habt ihr bestimmt, der Name sagt euch wahrscheinlich nichts, aber ihr habt bestimmt mal dieses Video gesehen, wo der so den Ring geküsst hat. Ich zeig's euch später mal, aber das ist damals so durch die Decke gegangen. Ja, kann sein. Unfassbarer Athlet. Aber es hat irgendwie eben nicht so ganz geklappt, dieses Internationale, und alle fünf Europäer sind danach nach einem Jahr gegangen. Alle? Alle, okay, krass. Alle gegangen, ob getransfert oder Federico ist auch wieder nach Italien, ich bin zurück nach Deutschland, Jakuba ist an Oklahoma State, stimmt nicht, am Mars geblieben. Aber ja, wir hatten zwei Guards, die sehr ball-dominant waren, Shamori Pons und Marcus Lovett. Marcus Lovett damals noch mit diesen ganzen Hoop-Mixtapes und so. Ja, wir haben halt, also natürlich war ich Freshman, aber ich habe halt kaum Bälle gesehen und es war ein sehr toughes Jahr. Und dann hat eben Frankfurt angerufen. Und damals, das war glaube ich ein oder zwei Jahre, nachdem Danilo Bartel, Johannes Vogtmann und so. Ja, wo die einen richtigen Abhab hatten. Und von daher war das für mich dann so, also ich habe mir kein anderes Angebot angehört. Habe direkt gesagt, okay, ich komme zu euch. Krass. Wie war das jetzt mit kein anderes Angebot bei dem Recruiting-Prozess für Colleges? Was waren da noch so für Colleges bei dir im Gespräch oder sowas? Weil ich meine, du hattest ja vom Resümee her, ist es ja, also für die meisten wahrscheinlich, was, ich weiß nicht, was war es, weißt du, was du warst für Four-Star oder Five-Star-Recruit wahrscheinlich sogar? Ich glaube, Four-Star-Recruit war ich. Ja, ich meine, da hattest du ja bestimmt auch noch big Names. Ja, also ich hatte so wirklich ernsthaft in Frage gekommen, ist für mich damals Vanderbilt. Vanderbilt University, University of Miami, Boston College und eben St. John's. Nice. Bisschen auch damit zusammengehängt, dass ich war noch nie an der Westküste. Ich habe immer nur East Coast gemacht und das war Interesse zum Beispiel auch von Gonzaga und die ja so mit Europäern auch wirklich viel machen. Und ein paar West Coast Unis, aber ich habe dann einen Trip gemacht und mal so die ganze East Coast mir so angeguckt und von daher kam es irgendwie nie in Frage und ich wollte nicht an ein College, wo ich davor noch nie mir das irgendwie angeguckt habe. Ja, aber ja, also ich glaube auch East Coast ist meistens besser für so Leute, die halt aus so großen Programmen kommen, weil da wird ja eher so ein bisschen straighter, mehr Basketball für den Kopf gespielt und West Coast ist ja so ein bisschen mehr, also 101. Ja, und wobei es halt dann bei uns, also St. John's war dann halt sehr viel. Ja, jetzt bei deinem Beispiel und natürlich ein bisschen Pech gehabt, aber... Aber, ja gut, im Nach... Also, wie gesagt... Es ist immer tough als Freshman ja auch, also klar, wahrscheinlich. Ja. Und für den Kopf ja dann auch,
wenn du dann, du gehst ja auch wahrscheinlich, bist ja mit großen Erwartungen ja dahin gegangen. Ja klar, also ich bin dahin und ich war halt, also in der Jugend, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, so der 98er Jahrgang ist ja schon wirklich stark gewesen oder ist immer noch sehr stark. Jetzt inzwischen, du wirklich durch die Bank, also egal ob du jetzt Azea oder Kostja oder Luis Olinde oder Oscar da Silva oder, also da gibt es ja wirklich Namen, die inzwischen auch wirklich gut spielen. Damals in der Jugend war alles so, erst Azea und ich und dann kam Kostja irgendwann dazu, so um die das so ein bisschen gebaut war, sag ich mal. Umso älter wir wurden, umso besser wurden auch die anderen und sind inzwischen ja auch wirklich nicht mehr wegzudenken. Aber ja, ich bin da halt hin und dachte so, okay, ich zeig denen jetzt mal so, wie ja, klar, in Europa und Deutschland und ja, was auch immer. Und hab halt dann nie wirklich, zum einen nie wirklich eine Chance bekommen, zum anderen aber auch mich nie wirklich wohlgefühlt, so in diesem System, das wir da gelaufen sind. Aber nichtsdestotrotz will ich das Jahr dort nicht missen. Also es war wirklich eine geile Erfahrung. Aber wie hat man sich das vorzustellen? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du warst ja doch ein ganzes Jahr dort, konnte man da dann auch, also wurden da regelmäßig Gespräche geführt, dass du gesagt hast, ey, man merkt irgendwie, es ist irgendwie vielleicht, man ist ein bisschen unzufrieden auch, dass sich da vielleicht was verändert, oder haben die dir gesagt, was sie von dir erwarten würden, was besser laufen müsste, oder wie ist das abgelaufen? Ja, also es war alles ziemlich unglücklich. Also ich, wie gesagt, ich bin dahin und dann hatte ich mehrere Gespräche mit dem Coaching-Staff und habe mit Chris Mullen wirklich viel gesprochen und auch trainiert. Dadurch, dass ich ganz akzeptabel geworfen habe früher und er ja auch einer der besten Shooter jemals war, habe ich habe ihm sogar bei St. John's war es so, dass sie die Nummern nicht retired haben. Und Chris Mullen war selber auch an St. John's. Ah, okay, ja, okay. Hatte damals Nummer 20 und dann hatten wir irgendwie so ein Gespräch und er hat mir irgendwie erzählt, so über seine Laufbahn und dass so was möglich ist und dass er mich da auch sehen könnte. Und dann hatten wir so ein, dann meinte ich so, okay, gut, dann gib mir halt deine Nummer. Und dann meinte er so, okay, wir spielen Shootout und echt? Wenn du gewinnst, dann kriegst du sie. Und ich habe ein, zwei Versuche gebraucht, aber im Endeffekt hatte ich dann eben Nummer 20. Geil, und, das ist so amerikanisch, ja, da um die Nummer zu spielen. Das ist so geil. Aber es war wirklich, also ich war an dem Tag, war ich on fire, für den war es wahrscheinlich ein normaler Tag so. Aber wir haben da wirklich, also ich habe jetzt keine genauen Zahl, aber 100, 150 ohne ein Miss. Wirklich? So, also es war wirklich unfassbar. Der Typ ist unfassbar. Immer noch. Ja. Ach du Kacke, das ist ja krass. Ist wirklich krass. Aber ja, so im Endeffekt als Spieler wahrscheinlich einer der Besten, als Coach weiß ich nicht. Also meinst du jetzt so Taktik, weil ich finde oft ist das Schwierigste beim Coachen, was man ja auch selber mitbekommt, hat, immer dieses so eigentlich diese Kommunikation zwischen Spielern, dass man jetzt auch als Spieler einfach genau weiß, also ich weiß jetzt nicht genau natürlich, wie es bei dir Freshman war, aber auch dieses so, ey, guck mal jetzt hier dieses Spiel, vielleicht wirst du nicht so viel spielen, dass man das weiß, und oft geht man als Spieler ja immer mit einer richtigen Erwartung, also ist ja klar, so ich will ballen, ich will spielen, ich will auf dem Feld stehen, und dann wenn man dann nach dem Spiel ist, man so, hä, jetzt habe ich nur 5 Minuten oder sowas gespielt, so warum, und dann kommt nichts vom Coach und keine Kommunikation. Das ja, also ist frustrierend. Es war vor allem frustrierend, weil ich in der Preseason bei ein paar Spielen wirklich gut gespielt habe. Also gut, was heißt wirklich gut? Ich habe jetzt nie 40 gemacht, aber schon so meine 18, 16, 20 Punkte oder so. Nice, ja. Und dann irgendwie, sobald die Saison gestartet ist, gut, dass ich als Freshman nicht starte, klar, aber habe halt irgendwie kaum Minuten gesehen. Und wenn ich nachgefragt habe, dann immer so, yeah, you gotta be ready und bla bla, your time will come. Und ja, so ein bisschen Ami-Kacke dann am Ende des Tages so, halt leider. Und halt immer so ein bisschen ausgewichen. Mach dein Ding und du kriegst deine Chance und so. Und auch als ich denen dann gesagt habe, so, ey, ich gehe jetzt wieder nach Europa. Oh man, would have thought that next year is gonna be your year. Und bla bla. Irgendwann habe ich halt einfach nur so für mich halt so, ey, was soll das hier so? Und schade. Und ja, aber wie gesagt, war auf jeden Fall eine Learning Experience, und das Jahr in Amerika will ich auf keinen Fall, also ich
bin da sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und auch als Basketballer dann mal irgendwie so im Madison Square Garden zu spielen und so, ist, also es sind schon Erinnerungen, die bleiben auch. Hast du auch dann viel von der Stadt auch gesehen? Also von New York, weil das College ja ein bisschen außerhalb. Schon, ja, also das College selber ist in Queens. Genau. Aber wir waren damals die Orange F-Line. Was ist das? Die U-Bahn-Station, die ging, die ging, also in 25 Minuten war ich am Times Square. Geil. Und sind dann schon immer wieder in die Stadt und auch wenn wir dann selber im Madison Square Garden gespielt haben, sind wir die Nacht davor ins Hotel dort. College, also das, krank, was da für Geld drin steckt, ist unfassbar. Also wir sind da wirklich ins Marriott Essex House, hieß es, direkt Central Park, irgendwie mit View über ganz Manhattan und so. Und dann zum Abendessen sind wir dann ins Del Frisco Steakhouse, wo irgendwie so statt. Geil. Also das ist wirklich unfassbar, was die da für Money haben. So. Aber ja, schon, man hat auf jeden Fall ein bisschen New York gesehen. Welche Conferences war St. John's? Big East. Ah, okay. Krass. Geil, Digga. Das ist schon so. Man denkt ja, als wenn man das noch nie so richtig geguckt hat, man checkt nicht, wie viel Geld da eigentlich einfach drin steckt. Das ist so krank. Krass. Auch wie viel Wert aber auch halt am Ende. Sport ist dort einfach hat einen ganz anderen Stellenwert einfach als hier, deswegen. Ja. Und vor allem auch College-Sport. So, also ja, das ist nochmal krasser. Die Leute dort sind ja zum Teil. Also außer jetzt Playoffs, aber die gucken lieber St. John's gegen Villanova als die Knicks gegen weiß ich nicht, Orlando, wenn es Regular Season ist. Ja, geht halt mehr ab. Also bei den College, da geht es ja jedes Spiel, musst du ja beweisen, dass du besser bist. Du willst ja irgendwann hin. Und wir hatten, also es war wirklich krass, was da auch für Leute, also gegen Villanova war irgendwie Allen Iverson da. Und echt, dann, bei dir zugucken? Ja. Krank. Und dann irgendwie zu unserem Tip-Off, also Midnight Madness, wo so das Team vorgestellt wird und so. Und hat Designer bei uns performt. Und ach du Scheiße. J. Cole war da und so. Wirklich? Also es war wirklich, wirklich krass. Alter, ey, hat es so, ist es St. John's so ein krasses College, das so Culture da in New York oder was, dass die da ja, so die Leute holen? Ja, es ist halt so ein bisschen, also so für New York selber ist es halt so das Basketball-College. Okay. Damals mit Chris Mullen halt irgendwie noch so die Glory-Times so ein bisschen. Heydays. Und inzwischen ein bisschen abgeflacht, aber so für New York ist St. John's so das Basketball-College. Ja, das ist ja krass mit Designer, da war der ja noch anders krass auch. Ja, da hat er gerade Panda rausgebracht. Ach du Scheiße. Das war wirklich krass. Was ist das für ein Gefühl, Digga, wenn du dann hier aus Europa da hinkommst? Ich kann mich später mal wieder, also es war wirklich, wirklich heftig. Und ich weiß noch, damals hat der dann, das war ja, Digga, das ist ja unvorstellbar einfach. Das ist ja eigentlich ein christliches College, St. John's. Und der Designer hat dann performt und dann hat er irgendwie nach der Performance hat er irgendwie für 10 Jahre Campusverbot gekriegt oder so, weil er nur die ganze Zeit N-Word, nur so, fuck Jesus Christ, bla, bla. Ach so, das hat er, ach du Scheiße. Und hat halt dann irgendwie danach Campusverbot gekriegt. Aber den Eck trotzdem natürlich geil. Engagiert. Das ist geil, 10 Jahre Campusverbot nach der Performance. Ja, war wirklich eine coole Erfahrung. Geil, krass. Ja, ich weiß nicht. Und dann bist du, also April war dann quasi Ende nach. Genau, also ich. Warst du direkt weg? Ich, gut, wann hat die Saison damals aufgehört? März oder so? Ja, also wenn die nicht im Tournament waren. War nicht im Tournament und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, ich will wieder nach Hause. Oder was ist nach Hause? Ich will irgendwie wieder nach Europa und Deutschland. Dann mit dem Angebot von den Skyliners und hab dann nicht mal das Semester dort fertig gemacht und bin dann irgendwie direkt nach der Saison, habe ich denen gesagt, Jungs, ich bin raus. Ja, klar. Und bin dann zurück nach Deutschland. Krass. Und hast du hier dann direkt quasi angefangen zu trainieren, also bist direkt zu Skyliners? Ja, ich bin oder? Im April angekommen. Ich habe dann noch in München meinen Führerschein gemacht. Mhm. Um dann den Opel Adam von den Skyliners abzustauben. aber genau, dann bin ich direkt nach Frankfurt und habe quasi noch so die letzten Spiele von der Saison hier noch so angeguckt und so und dann die Offseason mit den Skyliners trainiert. Und, wer war da Trainer? Gordy und Klaus Pervers war oder ist immer noch Assistant. Ja, der ist ja Legende hier. Und habe dann im Sommer U18 Europameisterschaft in Kret. Nee,
doch Kreta und U20 Europameisterschaft auch in Griechenland, aber ich weiß nicht mehr wo. Auf jeden Fall habe ich in dem Sommer beide gespielt. Und ach, du bist mit 17 ans College quasi gegangen? Ja. Alter, okay, krass. Also ich bin am College dann 18 geworden. Ja, genau. Ja. Okay, krass, und dann hast du 18 und 20. Ja, das weiß ich noch. Du hast doch dabei beiden mitgespielt, um auch ein bisschen, ja, so nochmal mehr Spielpraxis, glaube ich, auch. Genau, ja, also es war wirklich cool auch vom DBB. Man muss sagen, ich war dann nicht in der besten Form, aber Henrik Grödel damals meinte dann, okay, so, du bist wieder zurück und wir brauchen einen Shooter noch und wenn du willst, dann kannst du beides spielen. Und da habe ich mit Gordy und Klaus geredet und die meinten auf jeden Fall, so, hol dir die Spielerfahrung wieder. Du hattest jetzt ein Jahr, wo du relativ wenig gespielt hast. Dann war auf jeden Fall ein cooler Sommer dann noch. Da hat übrigens Materia bei uns auf Kreta zugeguckt. Der hat irgendwie Urlaub gemacht, hat irgendwie mitgekriegt, dass... Ah, das habe ich damals sogar mitbekommen, das war auch mit Beischlag und so, ne? Ja, genau. Ja, das war krass. Krass, random, aber geil. Ja, random, aber der war irgendwie gut mit Patrick Femerling. Mhm. Und dann kam der da irgendwie zum Spiel. Geil, Digga. Aber waren die beiden EMs cool eigentlich? Warte mal, U20-EM war, wie lief das für Deutschland? Und U18? U18 war dann das, wo ihr dann... Nee, U18-EM war auch gut, oder? U18-EM war, ich glaube, wir sind Fünfter geworden. Nee, U20 sind wir Fünfter geworden. Und U18... Weiß ich gar nicht mehr. Aber das wahrscheinlich ein bisschen besser, oder? Weil ihr habt euch ja für die U19-WM dann ja qualifiziert. Also wir mussten auf jeden Fall Top 5 gewesen sein. Dann Vierter wahrscheinlich oder Fünfter auch. Aber ja, genau, da haben wir uns dann für Ägypten U19-WM dann qualifiziert. Wie war das, wenn wir da nochmal kurz drauf... Also so U19-WM ist doch crazy. Also ich habe ja auch gesehen irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Neuseeland war oder so, aber ich meine, da spielt man ja gegen Länder oder gegen Basketballkulturen, gegen die man da vorher noch nie gespielt hat. Ich glaube, gegen RJ Barrett sogar gespielt, ne? Ja, genau, ja, der Kanada, hat damals bei Kanada und bei Amerika war PJ Washington war dabei und... Colin Sexton auch. Colin Sexton. Ah, krass. Also auch ein paar wilde Typen auch. Gegen die haben wir nie gespielt. Doch, wir haben gegen USA haben wir gespielt, gegen Kanada haben wir nicht gespielt. Gegen USA sind wir im Viertelfinale rausgeflogen. Dann. Ah, okay. Das war doch da, wo Zülker so krass gespielt hat, oder? Ja, genau, da ist er ausgerastet. Aber nee, es war wirklich ein sehr, sehr geiles Turnier. Auch ich war davor noch nie in Ägypten. Danach inzwischen jetzt auch nicht mehr, aber... Aber es war damals in Kairo und wir sind da angekommen. Da haben wir erstmal, die ganze Mannschaft hatte irgendwie Durchfall von dem Essen. hat irgendwie vier Tage flach gelegen. aber damals waren in Kairo noch irgendwie so Ausschreitungen und so und wir durften dann das Hotel nicht verlassen. Ach du Kacke. Was ein bisschen schade war, aber vom Turnier an sich war es wirklich krass. Also auch mal so gegen nicht-europäische Mannschaften zu spielen und wir haben wirklich gegen Neuseeland auch, die haben die dann ihren Hacker gemacht haben und so. Echt? Haben die also, geil? Ja, das ist krank, crazy. Also das war wirklich cool zu sehen. Und dann, was macht man da? Versucht man quasi so, was habt ihr euch davor gesagt vor dem Game? Wir gucken die an oder so? Nee, wir haben, also der Trainerstab kam zu uns und meinte halt, hey Jungs, so respektiert es. Und wir haben davor, muss ich ehrlich sagen, davor haben wir so, das immer so ein bisschen belächelt. Man kennt ja so die Videos, wie dann Neuseeland gegen Amerika den Hacker macht und dann irgendwie mit 60 auf die Fresse kriegt. Ja. Und von daher waren wir immer so ein bisschen am Lachen, aber als es dann wirklich passiert ist, also es ist wirklich beeindruckend. Du hast halt dann da irgendwie so 18-jährige Leute vor dir stehen, die, wo du dir danach denkst, so Alter, die bringen uns gleich um. Echt? So eine Energie, ne? Ja. Channelt es schon. Ja, schon. Also es war wirklich beeindruckend, dann das auch mal so vor Ort zu sehen. So. Und ja, das, wie gesagt, das Turnier an sich war cool. Wir sind im Viertelfinale dann gegen Amerika raus und haben dann gegen Litauen Spiel um Platz 5 gewonnen, gegen die wir in der Gruppenphase verloren haben. Und an sich ein krasses Endergebnis eigentlich, wenn man sich mal, also fünfter Platz bei der WM und vor allem wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr, also wart ihr zufrieden damit oder war das so, weil so wie die es gerade angehört hat? Ja, also wir haben gut im Endeffekt, wenn man gegen die USA rausfliegt, dann, wir haben wirklich gut gegen die gespielt und wir hatten die, also wir haben drei Viertel lang auf Augenhöhe gespielt. Mit ein bisschen Glück hätten wir gewinnen können,
Aber da hat uns halt dann diese Gruppenniederlage gegen Litauen wirklich wehgetan. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen wäre, aber wir hätten auf jeden Fall im Viertel, also wir wären ins Halbfinale gekommen. Mhm. Glaube ich. und wenn du dann im Halbfinale bist, so. Ja, ist alles möglich. Dann. Ja, klar. Also es war ein cooles Ergebnis, aber also ich hätte schon wahnsinnig gerne eine Damenmedaille nach Hause geholt. Safe. War das dann so auch quasi so ein bisschen so ein Höhepunkt für dich und die Jungs da, mit denen du die ja dann irgendwie seit der U14, U16 so ein bisschen die ganze Nazio, geht man ja dann immer mit den gleichen auch so ein bisschen durch? War das so ein bisschen der Höhepunkt von, wo man so als Team geschlossen war oder wie war das? Also es war ein Höhepunkt, aber ich glaube, der Höhepunkt war dann Heim-EM, oder? Heim-EM in Chemnitz, wo wir dann Dritter geworden sind. Auch wirklich unglücklich und verdient, aber unglücklich im Halbfinale gegen Kroatien raus sind. Aber diese Heim-EM war geil. Das war so das letzte Jugendturnier für uns alle und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hattest dann, du da nicht auch einen so einen wilden Game, oder? Ja, gegen Israel dann, ja. In der Gruppenphase und das war so wahrscheinlich mein Highlight-Wurf der Karriere oder so, würde ich sagen. Also zu Hause vor den eigenen Fans und irgendwie für Deutschland. Für Deutschland und gegen, auch gegen wirklich gutes israelisches Team mit Danny Advida hat er gespielt, der jetzt auch NBA spielt. Und der Yamada war wahrscheinlich auch schon da, ne? Der jetzt bei Partizan spielt. Ja, und dann der, wie ist denn der, ein 98er auch, der dann bei Maccabi Euroleague auch schon gespielt hat und so damals. Also wirklich ein gutes Team und die sind auch später Europameister geworden. Also, okay, krass. Und dann Back-to-Back sind die Europameister, glaube ich, oder, ne? Krass. Also, aber es war ein geiler Abschluss zu der Jugendnationalmannschaft-Karriere. Hast du auch immer noch Kontakt mit den Jungs, also mit ein paar von denen? Schon, ja. Also mit ein paar weniger, ein paar mehr. Aber Bennett ist ja zum Beispiel jetzt gerade nach Heidelberg gewechselt. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall, mein Vater wohnt in Heidelberg und ich werde auf jeden Fall mit ihm irgendwie mal Kaffee trinken gehen oder auch mal einen Gin Tonic. Aber ich habe auf jeden Fall noch mit den Jungs immer mal wieder Kontakt. Ah, okay, locker. Ja, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zum wahrscheinlich schmerzhaften Teil, was denn das Wort ist, zu deiner Karriere. Aber so, wenn man so jung so eine Karriere beenden muss, Digga, führ uns mal da so ein bisschen durch, wann du das erste Mal das so ein bisschen gerealized hast oder sowas, dass es so, keine Ahnung, ich weiß nicht, nach dem dritten Versuch oder sowas, wo man sich denkt, ey, fuck, Digga, so. Ja, also es war so, dass ich, das hat sich irgendwie so angeschlichen. Also ich hatte irgendwie diese Entzündung und war dann ein paar Mal beim Arzt und habe MRTs und was auch immer gemacht und es hieß immer, okay, es ist kein struktureller Schaden zu sehen. Und als Sportler, wenn kein struktureller Schaden da ist, dann wird halt gespielt. Und ich habe weitergespielt und irgendwann konnte ich nicht mehr auftreten. Und habe dann 6 Wochen erst Pause gemacht und dann ging es wieder so ein bisschen. Und immer, wenn ich mich aufgewärmt hat, also sobald ich warm war, war es okay. Sobald ich wieder kalt war, konnte ich eigentlich die Krücken rausholen. Also so ein wirklich so krasser Kontrast quasi. Crazy. Und dann habe ich, das war, glaube ich, ein Jahr vor der Corona-Bubble, so ein Hin und Her, immer 6 Wochen Pause, wieder 2 Monate gespielt, wieder 4 Wochen Pause, irgendwas Neues versucht, gespielt. Und dann kam eben Corona und damals dachte ich mir so, hey, natürlich scheiße, dass ich jetzt zu Hause sitzen muss, aber für meine Ferse halt perfekt. Wieder regenerieren und wirklich 3-4 Monate haben, wo ich das aufbauen kann. Und habe dann wirklich, also wirklich viel Reha und hart gearbeitet und kam dann in die Bubble, 2 Spiele gespielt und auf Krücken. und habe dann wirklich in dieser Bubble die Trainings und Spiele mit irgendwie Ibu 4000 gefühlt gespielt und konnte halt, sobald ich dann wieder in dem Hotel war, konnte ich nicht mehr auftreten. Scheiße.
und habe dann eben dieses Turnier gespielt, was aber auch nochmal wirklich Spaß gemacht hat. Und habe danach, bin ich damals von der Münchner Zeit zum Dr. Jochen Hane, der so ein bisschen der Nachfolger von Müller-Wohlfahrt ist, mhm, und inzwischen auch so die Bayern-Fußballer und die Fußballnationalmannschaft und so betreut, bin zu dem gegangen und meinte so, ey, ich muss irgendwas machen. Aber es war noch, also in meinem Kopf noch nicht mal der Gedanke, dass es irgendwie zu tun hatte. Okay. Bin dann zu ihm hin und er meinte, okay, ich schicke dich hier zu dem, bin ich nach Murnau gefahren, in die Klinik, ich hab den Namen von dem Doktor nicht mehr, aber der Coutinho operiert hat, Coman operiert, also wirklich ja, ein krass, sehr, sehr guter Chirurg, der mir dann hinten ein Stück, also da haben sich so Knochenstrukturen bei mir gebildet durch diese Entzündung und der hat mir die quasi einmal abgeschnitten, und habe dann diese Fersen-OP gemacht und danach wieder Aufbautraining und 8 Wochen, vielleicht 10 Wochen Reha gemacht, Training angefangen und gemerkt so, ey, es hat nichts gebracht. Ach, du Scheiße. Also habe wieder trainiert und nach 2 Wochen war es wieder am Feuern. Und dann bin ich zu so einem Knochenspezialisten in Hamburg gefahren, der irgendwie anscheinend einer der besten der Welt ist, was so Knochenprobleme angeht. Und bin zu ihm gefahren und habe ihm das meine Story erzählt und also saß wirklich lange mit ihm da, einfach nur geredet, wie es passiert ist, wie sich es angefühlt hat. Und der hat mich dann wirklich einen Tag lang komplett durchleuchtet. Also hat dann so irgendwelche Tests gemacht, Blut abgenommen, Vitaminwerte, Knochenmarkwerte, also wirklich wahrscheinlich alles, was man testen kann, getestet. Ja. Und hatte dann irgendwie rausgefunden, dass es so eine Vitaminkonstellation in meinem Körper gibt, die super selten ist und die zur Folge hat, dass Knochenprobleme langsamer abheilen. Das nennt sich alkalische Phosphatase. Und das ist so ein Enzym im Körper, was, also dein Knochen ist ja aufgebaut, du hast die Knochenrinde und im Knochen selber sind wie so Drähte, dass du den Knochen noch biegen kannst und der nicht zerbricht. Und umso mehr Sport du machst, umso mehr von diesen Drähten bilden sich, umso stärker werden deine Knochen. Und bei mir bildet sich das viel zu langsam. Also das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber hat halt zur Folge, dass wenn ich eine Knochenverletzung oder Knochenprobleme habe, die Heilung viel, viel länger dauert als bei euch beiden. Und dann mit der Kombination, dass es die Ferse ist, die irgendwie der schlecht durchblutetste Spot im ganzen Körper ist, dauert es eben Jahre. Und dann habe ich die gefragt, okay, gibt es eine Möglichkeit, das zu beschleunigen? Und da meinte er, wir haben einen Versuch quasi. Wir können so eine Off-Label-Therapie machen, wo du, ich musste unterschreiben, dass ich niemanden verklag, wenn ich irgendwie echt? Nebenwirkungen auftreten, so, die ich nicht haben will. Krass. weil ich dann so eine für 3 Monate so eine Osteoporose-Therapie machen musste. Was heißt das? Wo ich mir jeden Tag so eine Spritze in den Bauch geben musste. Und ach du Kacke. Und quasi in einer verschwächten Form, aber ich musste so ein Medikament nehmen, das, also Osteoporose ist ja Knochenschwund, ja, dass der Knochen sich zurückbildet. Und dieses Medikament hat irgendwie zur Folge, dass dein Knochenwachstum gestärkt wird. Und wenn man es eben, also es hat halt ziemlich eklige Nebenwirkungen, die bei mir zum Glück nicht aufgetreten sind, aber es war schon. Was könnte da zum Beispiel? Also es eine oder die häufigste Nebenwirkung war so Kieferverformungen. Ach, du Kacke. Dass sich dann so Kieferverformungen. Dass sich dann so dein Kiefer verformt und dir deine Zähne ausfallen und so. Und also dieses Risiko bist du quasi eingegangen. Ja. Boah. Und hab gesagt, okay, ich versuch das. Und auch das hat nicht geholfen. Und irgendwann saß ich mit denen zusammen und meinte, okay, Jungs,
was passiert, wenn ich einfach weiterspiele und mir vor jedem Training eine Spritze gebe und vor jedem Spiel eine Ibu einwerfe und so. Und so, also was ist das Worst-Case-Szenario, was passieren kann? Und dann die Ärzte meinten, okay, wenn du weiterspielst, kannst du zu 95% ab 30 keinen Schritt ohne Schmerzen machen. Und also für den Rest deines Lebens. Ja, klar. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich liebe den Sport und alles, aber ich will, falls ich irgendwann mal eine Freundin finde, dann oder eine Frau, dann will ich auch mal Kinder haben und ich will mit denen dann auch mal irgendwie auf den Fußballplatz oder Basketball spielen gehen oder so. Und einfach am Leben noch normal, genau, quasi teilnehmen. Und habe dann gesagt, okay, es ist es mir nicht wert. Und ja, damals eine ziemlich harte Entscheidung, aber so im Nachhinein. Wie lange ist es her? Also gut, offiziell ist es erst Juni 2022, aber ich wusste es eigentlich so seit Februar. Ah, okay. Februar letztes Jahr. Also es war dann quasi von dem Zeitpunkt, also von deinem letzten Spiel bis dahin, war was für ein Zeitraum? So 18 Monate oder so. Also, und also wirklich auch 18 Monate, wo ich zu keinem Zeitpunkt gesagt habe, ich höre auf. Sondern das kam dann irgendwie so in zwei Wochen, wo ich irgendwie gecheckt habe, so hey, es geht halt nicht mehr. Yeah. Hey, wie krass ist das denn, Digga? Weil ich meine, dein ganzes Leben in Anführungsstrichen so auf so ein Ziel und mit dem Sport ja immer in so einer Verbundenheit zu sein, dass man das ja dann so schwarz auf weiß in dem Sinne ja quasi so gesagt bekommt. So. Also was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ich nach der OP gesagt habe, okay, ich fange wieder an zu studieren. Habe hier in Frankfurt mein Studium dann nochmal neu angefangen und ist jetzt genau 2,5 Jahre her. Und habe auch schon während dem Sport irgendwie so, weiß ich nicht, die Jungs gucken dann Serie oder so und ich habe irgendein blödes, langweiliges Wirtschaftsbuch gelesen, so, weil es mich halt irgendwie interessiert hat. Und noch nicht mit dem Hintergedanken, dass ich das irgendwie mal machen will, sondern mich hat irgendwie interessiert, wie das zusammenhängt. Ja, und, ja, auch akademischen Hintergrund, College ist ja auch dafür, hätte ich auch theoretisch direkt Pro gehen können. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich fange wieder an zu studieren und das hat mir dann im Nachhinein eigentlich so wahrscheinlich diese Zeit gerettet. Weil ich schon, also es war wirklich eine Zeit, wo ich danach 3-4 Monate wahrscheinlich einmal gelacht habe oder so und wirklich eine harte Zeit, aber im Nachhinein muss man sagen, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie sich's anhört, weil ich eben so diese Uni hatte und Interessen entwickelt habe so und die verstärkt habe und dann auch irgendwie angefangen habe, während der Verletzung die ersten Praktikas zu machen und habe hier einmal im Bankhaus Metzler so ein bisschen reingucken dürfen und so und hatte wirklich einen Plan. So, also es ist nicht so, dass ich aufgehört habe und dann so vor nichts stand, sondern ich habe aufgehört und habe gesagt, okay, ich höre auf und ich habe jetzt noch 2 Jahre, 1,5 Jahre Uni und ich weiß, was ich machen will. Und es interessiert mich und es macht mir Spaß. Und das hat mich so ein bisschen da durchgebracht. Ich glaube, das ist extrem viel wert. Ist auch krass, da irgendwie schon zu sagen. Also gerade dieses, wir haben bei einem unserer letzten Podcast-Gäste darüber geredet, auch über diese Sache, wie lange, also jetzt, wenn man fit ist und sowas auch, wie lange sagt man wirklich, versuche ich, das durchzuziehen, ohne Plan B zu machen. Und ich glaube, das ist extrem wertvoll dann gewesen für dich wahrscheinlich auch, erstens diesen Plan B zu haben, selbst wenn du dann ja wieder, wie du ja gesagt hast, in diesen 18 Monaten keinen Gedanken hattest, aufzuhören, aber danach immer zu sagen, okay, ich habe, und wie du es auch gesagt hast, ist glaube ich auch geil, zu merken, ey, ich habe auch andere Interessen, andere Talente, wahrscheinlich auch andere Sachen, die man gut kann oder die einen weiterbringen können und also hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber glaube ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, dass, oder wenn ich einem Jugendsportler oder einem Jugendbasketballer, der so auf dem Weg zum Profi ist, eine Sache irgendwie mitgeben könnte, dann wäre das auf jeden Fall, also egal, ob du bis 25, 30, 35 bis zum Umfallen Basketball spielen willst, und auch wenn du das durchziehst und NBA spielst und dein Leben damit finanzierst und so, und es hilft dir in deinem Leben so viel, irgendwie noch was anderes zu haben, und nicht dein ganzes Leben lang nur um Basketball leben, sag ich mal. Und
so ein, keine Ahnung, wenn es gut läuft, dann macht es Spaß, so nur mit Basketball, und wenn es scheiße läuft, dann ist genau das Gegenteil. Dann bricht so eine Welt zusammen. Ja, genau, es ist halt vor und nach eine Schattenseite, ja, auch total und, davon. Und wenn du, und auch schon, das fängt schon an, wenn du schlecht spielst. Du hast ein schlechtes Spiel, wenn du keine, also so, du kannst dann entweder dir die ganze Zeit Gedanken machen, so, Alter, ich habe wirklich scheiße gespielt und was soll das, und dich in einen Gedanken vergraben. Und ich habe mir damals dann irgendwie, natürlich habe ich mich aufgeregt, aber ich habe mir dann mein anderes Buch rausgeholt und irgendwie versucht, das so ein bisschen zu vergessen, ja, oder zur Seite zu legen. Und das hat mir damals schon geholfen, und dann eben, als es zu der Verletzung kam, ich will jetzt nicht sagen vor Depressionen gerettet, aber zumindest fast. Also es hat mir wirklich, wirklich viel geholfen. Ja, dass man sich nicht so zu doll verkrampft quasi, ja, darauf. Ja, naja, kann ja voll davor gerettet haben. Das ist ja voll krass, wenn man halt, ja, nur auf einen Weg geht und dann auch über so viele Monate. Ich finde es eh schon krass, dass du da immer die ganze Zeit weiter dran, ja, geglaubt hast. Ja, finde ich auch beeindruckend, safe. Dass du da so in dem Sinne auch an dich selbst geglaubt hast, ja, weißt du, dass man, ja, das ja auch hat, auch ein Selbstbewusstsein, dass man das immer noch weiter schaffen will. Und solche, Digga, Risiken auch eingegangen, also das ist ja krass. Krass, Digga, mega, voll emotional, voll krass. Ja, gut, ich meine, ich habe damals, man gibt so seine ganze Jugend auf für den Sport, und das heißt nicht, dass ich das nicht gerne, ich habe das geliebt und ich hätte es mir zurückwirkend auch, ja, klar, nicht besser vorstellen können. Aber, und dann, wenn es halt zu so Entscheidungen kommt, also da sind halt Sportler so, die das halt irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen dumm. Ja. Und, aber für mich war das damals klar, so, okay, es gibt eine Lösung, ich versuche das. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, ey Richie, du hättest dir da irgendwie dein Gesicht verunstalten können. Aber damals war es halt so, okay, es gibt eine Chance, dass ich wieder spiele, und es ist halt, ja, ich meine, am Ende mal gucken, Digga, vielleicht kannst du ja in 3-4 Jahren wieder locker irgendwo. Ja, mal gucken. Ich habe mich jetzt mit ein paar Freunden, mal schauen, ob es meine Ferse aushält, aber im April für den Hamburger Marathon angemeldet. Oh, boah, das ist krass. okay, na gut. Und mal schauen, ich hab die Rücktrittsversicherung abgeschlossen, dass ich Geld zurückkriegen würde, aber ich versuch's mal wieder so ein bisschen mit der Ferse. Also mal schauen. Ja, wünsche ich dir mega viel Glück. Aber wenn ich dann noch so ehrlich das fragen darf, so, wie sehr fehlt dir Basketball so in deinem Alltag? Schon sehr. Also was mir am meisten fehlt, ist tatsächlich so dieses Brotherhood-Ding, was man dann so in seinem Team hat. Man ist halt wirklich so eine eingeschworene Familie, und klar gibt es Leute, die du mehr magst und weniger magst im Team, aber im Endeffekt kannst du dich da auf wirklich jeden verlassen. Und der Sport an sich fehlt mir natürlich. Also es fällt mir auch jetzt immer noch schwer, wirklich Basketball zu gucken. Was irgendwie vor allem in der Bundesliga zum Beispiel, wo ich dann Leuten zugucke, gegen die ich gespielt habe, mit denen ich zusammengespielt habe, und mich aufregt, dass ich es besser mache, und manchmal beeindruckt bin und sage, hey, ich will es auch machen. Und das fällt mir schon auch schwer. Aber irgendwann, mal schauen, wie es mit der Ferse geht, irgendwann gehe ich in irgendein Regionalliga-Team und, so, genau, und sag den Jungs, ich trainiere dreimal die Woche und maximal bring einen Kasten Bier mit und dann. Genau, so auch mal wieder locker anfangen. Ja, Aschaffenburg kann krass auf jeden Fall, wir können auf ihn gebrauchen. So, ja. Wir melden uns oder du meldest dich. Ja, und dann habe ich so ein bisschen meinen kleinen Traum, ob der irgendwann in Erfüllung geht oder nicht, aber irgendwie mal so Part-Owner oder Gesellschafter von irgendeinem Verein zu sein oder so, bin ich natürlich noch ein paar Nullen auf meinem Konto entfernt, aber so irgendwie will ich über die Schiene wieder irgendwann mal zurück in Basketball. Das ist auch eine nice Sache. Geil, ja, krass. Ich glaube, man kann nie, also ich meine, wenn man so deep da drin war oder ist, ich glaube, man wird nie diese Leidenschaft zu dem Sport irgendwie, ja, wahrscheinlich. Glaube ich auch nicht. Also, und ich glaube, gut, für mich ist es der beste und schönste Sport der Welt. Und ich werde da mein Leben lang irgendwie mit verbunden sein. Und
und will es auch. Also es, irgendwann will ich auf jeden Fall wieder in die Halle gehen und den Skyliners zugucken und mich auch nicht aufregen müssen, dass ich das irgendwie besser machen könnte oder schlechter oder was auch immer. Aber ich glaube da irgendwie jeder Basketballer ist ja am Ende so ein bisschen verliebt in den Sport. Safe. Krass, ich bin richtig geflasht, Digga, von der Geschichte. Wirklich, ohne Spaß. Ja, Digga, hat mich richtig mitgenommen. Richtig krass. Also danke, dass du die mit uns geteilt hast. Ja, aber also wie gesagt, das ist natürlich eine harte Sache, aber für mich persönlich ist es nicht so schlimm, wie es sich anhört. Zumindest jetzt so im Nachhinein. Ja, aber das ist mega. Ich hoffe, dass da Leute, die den Podcast hören, da was mitnehmen können und auch die Kraft von mir, die du da hattest, durchzuhalten, auch in anderen Bereichen Leben mitnimmt. Ich glaube auch, dass es dich wahrscheinlich, wie du es auch gesagt hast, von der Persönlichkeit, glaube ich, nochmal so krass gestärkt hat irgendwie, weil ja, durch sowas durchzukommen ist, glaube ich, so tough. Kann ich mir gar nicht vorstellen, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber durchgemacht hat, und deswegen, ja, habe ich ziemlich durch jede Klausur vor. Kann man da mal eine Stunde länger in der Uni dafür hustlen oder was auch immer machen, wenn man so lange dafür gemacht hat. Das hat tatsächlich so, jetzt abgesehen von der Verletzung, aber so vom Basketball an sich, ja, also egal, ob du Bundesliga oder Regio oder Oberliga oder was auch immer, man kann wirklich viel mit rausnehmen und ins private Leben auch mit integrieren und so. Also ob es jetzt irgendwie Ehrgeiz oder Teamwork oder was auch immer ist, aber also man kann da wirklich viel mit rausnehmen. Ja, vor allem in der Jugend halt, finde ich immer, haben wir auch drüber geredet, auch gerade bei so großen Programmen, natürlich ist noch was anderes, aber du bekommst ja direkt so eine Struktur und so eine Disziplin einfach von Grund auf, die man dann... Ja, oder auch was du halt machen musst, um deine Ziele zu erreichen, hart arbeiten, so. Ja, Mann. Ja, safe. Also wie gesagt, man kann da wirklich, wirklich viel mitnehmen, und wer es nicht macht, der ist selber schuld, aber so Sachen wie Teamwork oder Disziplin oder Ehrgeiz oder was auch viele nicht verstehen und was Basketball so schön macht, finde ich, ist, dass du als Team performen musst, aber als Spieler selber muss dir halt klar sein, okay, du musst dich selber ans Limit bringen und verbessern und das Beste aus dir selber rausholen. Und dann aber gleichzeitig, wenn es im Team heißt, okay, wir brauchen jetzt das und das und das spielt dir vielleicht nicht in die Karten so, und du musst lernen, dich selber auch zurückzunehmen. Und das für den Teamerfolg quasi. Teamerfolg. Ja. Selbst wenn du weißt, okay, oder wenn du denkst, wieso kriegt jetzt Qantas Robertson den Wurf so? Ich werf besser als der. Nicht, dass es vorgekommen ist, vielleicht. aber man muss lernen, dann zu sagen, okay, so fürs Team halt. Und auch happy damit zu sein. Ja, safe. Na. Ja, ich muss sagen, ich bin auch noch sehr von der Story, deswegen vielleicht, also bevor wir uns sowieso da nochmal krasser bei dir bedanken, Mann. Was steht, du hast uns ja vorhin schon gesagt, du hast noch zwei Semester jetzt stehen noch an für dich, und dann? Genau, ich habe jetzt noch ein Semester mit Prüfungen, und dann mache ich im Sommer nochmal ein Praktikum hier in Frankfurt. Ist ja perfekt für Wirtschaft eigentlich hier dann. Ja, für Wirtschaft und so Finance-Zeug und so ist Frankfurt schon perfekt. Und dann mal gucken, ob ich dann direkt anfange zu arbeiten oder noch einen Master mache. Oder mein Traum wäre tatsächlich, dadurch, dass ich ja schon Arbeitserfahrung habe, habe ich da mal nachgefragt bei ein paar Unis, und man könnte dann sich auch schon für so MBA-Programme bewerben und sowas, wo man ja eigentlich Arbeitserfahrung für braucht. Und mal gucken, wie es am Ende weitergeht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ja, geil, auch geil. Ich hoffe, wir können dich dann nach deiner Bachelorarbeit nochmal vielleicht im Podcast begrüßen. Klar, dürfen. Gern. Dass wir dann nochmal darüber quatschen können. Hast du noch was, Marcel? Nee, ich habe nichts mehr, Mann. Aber vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat Spaß tolle gemacht. Tolle Episode. Ja. Dankeschön. Ja, Mann, wir hoffen, es wieder hat euch gefallen. Genau, wie Liane schon gesagt hat, liken, vor allem aber kommentieren ist ganz wichtig, gebt irgendwie uns gerne irgendwelche Ideen, wen ihr als Feedback. Nächstes vielleicht, ja, und das ist für uns immer auch wichtig. Auch wir sind auch vor allem voll froh über jede Nachricht, die wir bekommen, sei es bei Instagram, Two Man Game oder hier in den Kommentaren. Genau. Sehr schön zu sehen, dass wir da so eine Community langsam aufbauen. Ja, und wir wollen ja wie gesagt auch irgendwie auf eure Ideen auch eingehen, so, deswegen
immer her damit, wenn ihr irgendwen habt, wo ihr sagt, den will, oder nicht mal eine Person, sondern irgendwie vielleicht die und die Art von, was wir von noch nicht hinter den Kulissen von Basketball irgendwie beleuchtet haben oder so, gebt uns da gerne Bescheid oder irgendwelche Ideen und ja, man, bis zum nächsten Video.